Herr Podgorschek, Budgetsprecher der FPÖ, ist an Bord. Der Untersuchungsausschuss hat mit der Einsetzung eines Untersuchungsausschusses jetzt einen Schlusspunkt gesetzt, einen Schlusspunkt von vielen Verhandlungen. Ich denke nur an über 20 Anträgen zur Einsetzung eines Untersuchungsausschusses, die seit dem Jahr 2010 gemacht wurden. Aber es ist nicht der Schlusspunkt jetzt, dass wir uns zurücklehnen können, dass wir sagen, jetzt haben wir alles erreicht, sondern es ist eigentlich der Beginn der eigentlichen Arbeit, die vor uns steht. Und ich bitte allen Fraktionen und vor allem auch Ihnen, Frau Präsidentin, und dem neuen Verfahrensrichter eine konstruktive Arbeit an, weil das Ziel muss letztendlich sein, dass wir alle Bereiche und Facetten dieser ganzen Hyperalpe-Adria-Affäre, dass wir das aufklären. Und unabhängig der Personen und Institutionen muss einfach Licht am Ende des Dunkels aufscheinen. Es war, der Kollege Lobatka gesagt, laut dem KRIS-Bericht ein Multiorganversagen staatlicher Institutionen. Und es war ein Hinblick auf sowohl Kontrolle, viele Fehlentscheidungen, auch Informationen und wahrscheinlich auch falsche Beratungen. Und es darf mit dem KRIS-Bericht, ich bin etliche Male angesprochen worden, ja, was brauchen wir noch, einen Ausschuss? Es darf mit dem KRIS-Bericht nicht das Ende dieses Ausschusses sein, sondern es ist der Beginn. Das ist einfach der Leitfaden, den wir brauchen, um einfach zu sehen, wo Fehler passiert sind. Und es sind etliche Fragen zu beantworten in diesem Ausschuss. Ich denke nur, wer waren die Gewinner einer Verstaatlichung? Wo sind die Milliarden hingeflossen? Wurden Gläubiger bevorzugt behandelt? Wer sind anonyme Anleihengläubiger und haben sich letzten Endes Interessenskonflikte der Entscheidungsträger ergeben? Aber letzten Endes, meine sehr geehrten Damen und Herren, muss ja auch ein Ziel vor Augen stehen. Und dieses Ziel, meiner Meinung nach, kann nur sein, dass wir Schaden vom Steuerzahler so gering wie möglich halten. Und dazu muss, ja, soll der Ausschuss auch einen Beitrag leisten. Und für mich persönlich, mein Ziel ist es, dass wir am Ende dieses Ausschusses feststellen, dass es zu einer Entflechtung kommt zwischen dem Finanzwesen, zwischen dem Bankwesen und der Politik und dass es einfach eine Cooldown-Phase geben muss, wenn Politiker aktiv in Aufsichtsräten einer Bank beschäftigt sind. Das soll letzten Endes das Ziel dieses Ausschusses sein, eine Entflechtung von Bankenwelt und Politik. Nach über 20 Anträgen auf Einsetzung eines Hypo-Untersuchungsausschusses sei dies nun ein Schlusspunkt unter die Debatte, sagt Elmar Podgorschek, Budgetsprecher der FPÖ. Nicht aber ein Schlusspunkt für die Aufklärung, die nun erst beginne. Werner Kogler.